Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und ich begrüße Sie wieder in meinen Praxisräumen zu meiner Spezialsprechstunde über das Thema Masturbation bei kleinen Kindern. Ich habe in der Sprechstunde immer wieder damit zu tun und ich stelle fest, dass Unsicherheit und Irritation bei diesem Thema die vorherrschenden Elterngefühle sind. Ich berichte einfach mal so von einem typischen Fall. Da sitzen Eltern vor mir und berichten mir von ihrem Kind, dass es manchmal auf der Lehne eines Sessels sitzt oder auch einfach nur auf dem Boden oder auf dem Bobbycar und mit dem Popo rhythmisch sich vor- und zurück bewegt und dabei so einen glasigen, verträumten Blick bekommt und sich nur ungern davon abbringen und unterbrechen lässt. Oft sagen die Eltern, dass sie sich selbst dabei nur wenig gedacht hätten. Sie seien aber von der Betreuerin in der Kindertagesstätte oder im Kindergarten darauf angesprochen worden, dass sie mit ihrem Kind, wenn es das im Kindergarten auch macht, doch auch mal zu einem Psychologen gehen sollten. Ebenfalls kommt vor, dass mir Eltern berichten, dass sie beobachtet hätten, wie ihr Sohn immer wieder mal mit seinem Glied spielen würde, beziehungsweise dass ihre Tochter mit ihren Fingern an der Scheide herummachen würde. Die Eltern selbst würden da jetzt zwar kein Aufhebens drum machen, wenn ihre Kinder das nur zu Hause täten, dass sie das aber auch im Kindergarten und in der Kindertagesstätte tun, würden sie von den Betreuerinnen angesprochen und verunsichert werden, ob mit ihren Kindern vielleicht irgendetwas nicht in Ordnung wäre und sie doch mal besser zum Kinderpsychologen oder Kinderarzt gehen sollten. Und deshalb ist die Botschaft dieses Videos so wichtig. Es handelt sich nämlich bei diesen beschriebenen Beispielen um völlig normale und natürliche Verhaltensweisen bei Kleinkindern. Wenn Kinder meist zufällig entdecken, dass bestimmte Bewegungen und Berührungen angenehme Gefühle auslösen, dann machen sie das natürlich immer wieder. Was gut tut, wird immer wieder gemacht. Die Kinder denken sich dabei überhaupt nichts. Und deshalb tun die Kinder sich oft so schwer damit, gleich aufzuhören, wenn die Erwachsenen es von ihnen verlangen. Eine spezielle Therapie, insbesondere durch einen Kinderpsychologen, ist, wie Sie schon ahnen, in einem solchen Fall völlig unnötig und unsinnig. Die haben Besseres zu tun. Was rate ich Ihnen also? Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind das zu häufig und zu exzessiv macht, dann gilt die alte pädagogische Regel. Wenn du willst, dass es mit etwas aufhört, dann biete dem Kind etwas Interessanteres an. Und da fällt Ihnen als Eltern, die die Vorlieben Ihres Kindes am besten kennen, bestimmt etwas ein. Und was die Diskussion mit den Betreuerinnen angeht, dann kann ich Ihnen nur den Tipp geben, dass Sie Ihnen den Link von diesem Video schicken und Sie bitten, sich dies anzuschauen. Masturbation bei Kleinkindern hat keinerlei Krankheitswert. Sie lässt auch keinerlei Schluss darüber zu, wie sexuell aktiv oder inaktiv die Kinder sind oder später sein werden. Es geht dabei einzig und allein um ein aktuelles, subjektives Wohlbefinden und ein Lustgefühl, was sich die Kinder einfach selbst zufügen. Und, ich habe es schon gesagt, sich dabei überhaupt nichts denken. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir mit kleinen Kindern darüber reden. Freilich können Sie als Eltern einem Kindergartenkind klar machen, dass dieses Verhalten vor anderen Kindern und vor den Betreuerinnen eher unpassend, eher störend und verstörend ist. Sie können mit dem Kind vereinbaren, dass es dies im Kindergarten und in der Öffentlichkeit besser nicht tun soll.
Außerdem können diese Manipulationen der Kinder für sie selbst oft auch mal unangenehm und schmerzhaft sein, wenn sie nämlich zu Einrissen an der Vorhaut oder zu Kratzwunden im Bereich der Scheide führen. Das brennt nämlich dann beim Pieseln und löst ziemliche Schmerzen aus. Und das ist dann auch gar nicht mal so selten der Grund für die Vorstellung in der Sprechstunde. Frage, liegt vielleicht eine Blasenentzündung oder sowas vor? Aber das ist ja nicht der Fall, sondern es sind die von den Kindern zugefügten Wunden. Und noch was Wichtiges zum Schluss. Wie so vieles im Kindesalter geschieht die Masturbation in einer oft nur bestimmten Phase. Das heißt, es dauert in der Regel eine begrenzte Zeit und verschwindet dann auch wieder.